Damit du in The Quarry die Trophäe Ehrlichwert am längsten ganz leicht freischalten kannst, musst du einfach nur als Jacob Emma die Wahrheit darüber erzählen, wie es zu dem Abend kam und warum der Van von unserer Gruppe nicht angesprungen ist. Dafür musst du ein paar Vorbereitungen treffen. Wir befinden uns hier gerade im Kapitel Nummer 4 und hier hast du zweimal die Möglichkeit, als Ryan einfach blind ins Unterholz zu schießen, und das musst du beides Mal einfach nur vom Timer her auslaufen lassen, sodass Jacob nicht umgebracht wird. Als nächstes sind wir auch im Kapitel Nummer 4 mit Emma unterwegs und hier gilt es, die Wahl zu treffen, dass du zuerst mal als Emma die Taschen untersuchst. Das passiert, sobald du in dem Baumhaus bist. Und das musst du auf jeden Fall machen, damit du den Taser bekommst. Würdest du an der Stelle die Falltür direkt öffnen, dann würde es dazu führen, dass Emma direkt umgebracht wird. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir müssen sie wirklich auch bis komplett zum Ende am Leben halten, damit Jacob ihr auch wirklich die Wahrheit sagen kann. In der Tasche selber hat Emma jetzt den Taser gefunden und den werden wir auch gleich einsetzen. Denn als nächstes geht's dann einmal an die Luke und die wird sie gleich öffnen. Dann wird der Werwolf Max dort runterspringen und anschließend müssen wir den Taser einsetzen. Es gibt dann hier an der Stelle so ein paar Quicktime-Events und ich möchte das hier auf keinen Fall jetzt irgendwie rausschneiden. Ich möchte das wirklich einmal komplett drin lassen. Möglicherweise kennst du schon die Herangehensweise aus dem Guide zu dem Alle-Infizierten-Run, den es ja auch hier auf dem Kanal gibt. Falls du den Guide noch nicht gesehen hast, habe ich dir den auch nochmal in der Videobeschreibung und in der Infobox verlinkt. Du siehst jetzt hier, wie angekündigt, setzt Emma einmal den Taser ein und anschließend kannst du dann auch noch ein Foto machen, was noch als zusätzlicher Beweis gilt. Und als nächstes gilt es dann einmal, ja, so eine kleine Runde zu laufen und auch mit der Seilrutsche einmal auf die andere Seite wieder zu kommen. Du siehst jetzt hier einmal ein Quicktime-Event. Als nächstes springt Emma auf die Seilrutsche. Da musst du dann die ganze Zeit X drücken, damit sie auch wirklich unbeschadet auf die andere Seite kommt. Sobald Emma dann auf der anderen Seite angekommen ist, muss sie sich nochmal kurz mit dem Werwolf auseinandersetzen, muss ihm dann das Bärenspray nochmal ins Gesicht sprühen und anschließend gibt es nochmal so kleine Quicktime-Events. Wie gesagt, jetzt hier an der Stelle musst du einfach nur wählen, ob du ja wegrennen möchtest oder sprühen willst. Du sprühst jetzt hier an der Stelle und danach geht es Richtung Baumhaus. Und jetzt gibt es nochmal diese kleinen Quicktime-Events. Und wie gesagt, ich will nichts rausnehmen, weil nicht, dass dann irgendwie, ja, falls du das parallel dazu gerade spielst sogar, dann kannst du ja immer mal Pause machen und nicht, dass dir da irgendwie was verloren geht. Also wie gesagt, Emma ist jetzt wieder im Haus angekommen. Als nächstes müssen wir dann einmal die Tür versperren. Ich glaube, das Türversperren, das kannst du an der Stelle sogar auslassen. Es würde trotzdem immer wieder zum nächsten Quicktime-Event führen. Wie gesagt, jetzt hier als nächstes Tür versperren. Und jetzt kommt natürlich der Werwolf durchs Fenster rein. Ist ja ganz klar, das Loch ist ja auch groß genug. Und als nächstes müssen wir jetzt hier einfach Falltür benutzen auswählen. Wie gesagt, das hätten wir ja gerade eben auch schon machen können. Das Quicktime-Event, das müssen wir erfolgreich hinter uns bringen. Und beim nächsten Quicktime-Event bei dem Schrank hier, da müssen wir scheitern. Denn dadurch wird Emma als nächstes in den Arm gebissen. Ich gehe davon aus, theoretisch würde das Ganze auch schon von der Infektion her reichen. Du siehst hier nochmal ein kleines Quicktime-Event mit dem Taser. Theoretisch würde das wahrscheinlich reichen von der Infektion. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen und drücken an dieser Stelle jetzt hier kein X. Das führt nämlich einfach dazu, dass der Werwolf uns auch nochmal in die Wade beißt. Und dadurch sind wir auf jeden Fall jetzt safe und Emma wird auf jeden Fall infiziert, weil wir brauchen die Infektion, um halt ein bestimmtes Ende herbeizuführen. So, jetzt hier eigentlich auch nochmal mit dem Taser den Werwolf bearbeiten und als nächstes geht es dann die Leiter hoch. Jetzt kann nichts mehr schief gehen und Emma ist definitiv infiziert worden. Als nächstes befinden wir uns im Kapitel Nummer 6 mit Jacob unterwegs und wir dürfen ihn hier auf keinen Fall infizieren lassen. Das bedeutet also, hier an der Stelle musst du das Quicktime-Event erfolgreich hinter dich bringen. Ansonsten würde hier an dem Punkt Jacob infiziert werden und das wollen wir auf keinen Fall. An der nächsten Stelle sind wir dann mit Jacob einmal an dem Punkt, wo er in diese Bärenfalle reintritt. Und da kannst du jetzt zum Beispiel auch rausziehen wählen, loseisen oder rausziehen. Wenn du rausziehen wählst, dann musst du aufpassen, danach gibt es ein Quicktime-Event. Das musst du auf jeden Fall erfolgreich hinter dich bringen. Ansonsten würde Jacob mit dem Kopf in die Bärenfalle hineinkommen und wäre direkt tot. Als nächstes sind wir im Kapitel Nummer 8 und hier gibt es jetzt die Werwolfsversion von Emma. Sie hat sich jetzt schlussendlich verwandelt und hier müssen wir jetzt schießen. Hier musst du aufpassen, in dieser Situation läuft der Werwolf dir durch die
Ja, durch die Richtung von der Flinte. Und da musst du halt wirklich abdrücken. Es kann sein, dass hier an der Stelle das Ganze für dich vielleicht auch ein bisschen anders abläuft. Wenn nämlich zum Beispiel Abigail nicht dabei sein sollte hier, dann stehen hier nur Dylan und Caitlin. Und dann musst du unter Umständen das Ganze vom Ablauf ein bisschen anders handhaben. Aber grundsätzlich geht es auch darum, dass du hier immer auf den Werwolf Emma draufschießt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel hier mit Abigail unterwegs bist und sie dir anschließend die Silbermunition zuwirft, dann darfst du auf keinen Fall umstellen auf die Silbermunition. Du kriegst nämlich jetzt hier gleich die Möglichkeit, das einmal auszuwählen. Würdest du die Silbermunition einsetzen, dann würdest du den Werwolf Emma damit umbringen und könntest die Trophy nicht mehr freischalten. Deshalb bleib hier an der Stelle einfach beim normalen Schuss. Anschließend setzt Caitlin nochmal ganz automatisch einen Treffer und der Werwolf Emma flüchtet anschließend in den Wald. Und du hast auf jeden Fall hier an dem Punkt schon mal alles richtig gemacht. Als nächstes gibt es dann die Szene im Keller vom Haus der Hacketts. Und hier musst du nur aufpassen, dass Laura auf keinen Fall den Werwolf Nick erschießt. Das würde nämlich wiederum dazu führen, dass die Hacketts oben im Geschoss das auch mitbekommen. Und dann könntest du Jacob nicht mehr befreien. Das musst du nämlich als nächstes tun. Hier gibt es dann die Auswahlmöglichkeit, Jacob zu helfen. Und danach gibt es dieses Schalterrätsel. Und hier musst du beim ersten Mal im Prinzip nur auf die Summe 3 kommen, das heißt den Schalter 1 und 2 umlegen. Und anschließend wirst du dann zwar nochmal gefragt, willst du weitermachen oder ihn zurücklassen. Du bleibst natürlich bei weiter und wählst dann hier nur 2 und 3. Du könntest aber auch alternativ 1 und 4 wählen, das würde hier beim zweiten Mal genauso gehen. Damit sind wir auch in Kapitel 9 angekommen und hier gilt es nur noch als Ryan den Werwolf Chris zu erschießen. Dadurch wird auch ganz automatisch der Fluch von Emma genommen. Und damit hast du alle wichtigen Voraussetzungen bis zum Kapitel 9 erfüllt. Als nächstes gilt es im Kapitel 10 nach dem Aufenthalt mit Caitlin in der Lodge, dass du nochmal im Gespräch zwischen Emma und Jacob den richtigen Dialog auswählst. Das zeige ich dir jetzt hier einfach nur. Ich klinke mich jetzt an der Stelle aus und wünsche dir noch viel Spaß beim Freischalten der Trophy. Du lebst noch. Ja, da bist du wohl ziemlich enttäuscht. Was ist mit dir passiert? Wo sind die anderen? Ich weiß nicht, okay? Alle sind einfach irgendwo. Erstmal müssen wir hier weg. Ja klar, wie du willst. Hey, was ist? Was ist das? Was für eine Frage? Sieh dich um! Du bist so komisch und mies drauf. Bin ich nicht. Bin ich nicht. Spuck's aus. Na los doch. Hey, tut mir leid, okay? Es ist nur... Ich hab mir die letzte Nacht echt anders vorgestellt. Ja, du und alle anderen auch. Ja. Was für ein Ende des Sommers, hm? Mann, wie kam es nur dazu? Erde an Jacob? Was ist mit dir los? Okay, shit, ich muss dir was sagen, Was denn bitte? Emma. Ich bin schuld, dass wir noch hier sind. Oh, Jacob. Ich war das mit dem Van. Als es hieß, dass wir noch eine Nacht bleiben, habe ich das am allermeisten befürchtet. Ich weiß, es tut mir leid, okay? Ich wollte doch nicht, dass sowas passiert. Ich wollte doch nur... Fuck. Ich wollte nur noch eine Nacht mit dir. Wir zwei zusammen, wie vorher. Nein, ich mag dich ja irgendwie, Jacob, aber das war ein Sommerflirt, mehr nicht. Wir passen nicht zusammen. Wirklich nicht. Du wolltest nicht mehr mit mir rumhängen? Ich will eben nicht mit dir zusammen sein. Bitte respektier das. Du, ich weiß, das ändert jetzt auch nichts mehr, aber... Es tut mir leid. Auch wenn du danach nie mehr mit mir redest, will ich... Ich will, dass du es weißt. Puh.
Hattest du denn ein bisschen Spaß heute Nacht? Also, ich meine trotz allem. Wie kannst du das fragen? Du bist echt voll kaputt. Was kann ich tun, damit es besser wird? Jacob, das kannst du nicht besser machen. Du kannst nur hoffen, dass du lang genug lebst, um die Verantwortung zu übernehmen. Die Sonne geht schon bald auf. Wir müssen jetzt nur noch abwarten. Kann ich mit dir warten? Ist ein freies Land.